Hallo zusammen, liebes Personal, liebe Selbstverwalter, ich konnte Ihnen das Schild einfach mal eben nicht vorenthalten. Ich habe das in der Fußgängerzone gesehen, habe gesagt, das ist wie geschaffen für das Thema, über das ich heute reden möchte. Ich rede nämlich in der heutigen Ausgabe von Sommersonntag über Medien. Ich bin auf die Idee für diese Sendung gekommen, weil ich immer wieder Anrufer gehabt habe, Mails bekommen habe oder auch in den Kommentaren höre, das kann doch nicht sein, dass man über diese ganzen Sachen, über die ich ja schon seit Wochen erzähle, so gar nichts in der Presse liest und überhaupt nichts davon mal in der Tagesschau, in der Heute-Sendung oder wo auch immer. Selbst in der Bild, Zeitung darf man ja nicht mehr sagen, genau, selbst in der Bild bekommt man nichts darüber zu lesen. Und da habe ich mir gedacht, ich erzähle mal ein bisschen was darüber, wie so die Machtgefüge in den einzelnen Medien sind. Auch da muss ich mal wieder ein ganzes Stück zurückgehen, jedoch nicht, ohne Ihnen eins meiner Lieblingszitate vorzulesen. Es ist zugegebenermaßen eins der längsten Zitate in meiner Zitatesammlung, aber Sie sollten es sich einfach mal anhören. Bis zum heutigen Tag gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht. Sie wissen es und ich weiß es. Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der Zeitung herauszuhalten, bei der ich angestellt bin. Andere von Ihnen werden ähnlich bezahlt für ähnliche Dinge und jeder von Ihnen, der so dumm wäre, seine ehrliche Meinung zu schreiben, stünde auf der Straße und müsste sich nach einem neuen Job umsehen. Es ist das Geschäft der Journalisten, die Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, die Füße des Mammon zu lecken und das Land zu verkaufen für ihr tägliches Brot. Sie wissen es und ich weiß es, was es für eine Verrücktheit ist, auf eine unabhängige Presse anzustoßen. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der reichen Männer hinter der Szene. Wir sind die Hampelmänner, sie ziehen die Strippen und wir tanzen. Unsere Talente, unsere Fähigkeiten und unser ganzes Leben sind Eigentum anderer Menschen. Wir sind intellektuelle Nutten. Das sagte allerdings auch erst anlässlich der Feier seiner Verabschiedung John Swinton, der seinerzeit im Jahre 1880 Chefredakteur der New York Times war. Wir können also sehen, das ist nicht unbedingt ein Problem der heutigen Zeit, sondern ich glaube, das Problem der bezahlten Presse, sag mal, die auf Anzeigenschaltung und so weiter angewiesen ist, ist so alt wie die Presse selbst. Das Ganze fing an, für die Zustände, die wir heute haben, im Jahr 1910 in etwa. Damals hatte Kaiser Wilhelm einen Reichskanzler, das war der Theodor von Bethmann-Hollweg. Der wiederum war Abkömmling der Bankendynastie Bethmann in Frankfurt und Vetter der Rothschilds. Dieser, sowie Kaiser Wilhelms persönlicher Bankier, das war übrigens Max Warburg, Sie merken schon, es tauchen immer wieder die gleichen Namen auf, die beiden zusammen kauften die damalige deutsche Nachrichtenagentur Wolf auf. Diese Nachrichtenagentur Wolf wurde später mal umgenannt in Deutsche Presseagentur, sprich DPA. In der gleichen Zeit, auch 1910, passierte etwas anderes in England. Nämlich dort kaufte die Rothschild-Firma des britischen Geheimdienstes mit dem Namen Havas die englische Agentur Reuters auf und die Agence France-Presse. Wenn Sie sich jetzt fragen, wieso kann die Rothschild-Firma im Auftrag des britischen Geheimdienstes oder umgekehrt diese Nachrichtenagenturen aufkaufen, Lord Victor Rothschild war seinerzeit Chef des britischen Geheimdienstes. Sie sehen schon, man muss nur auf den richtigen Posten sitzen. Jedenfalls wurde in dieser Zeit auch gezielt Stimmung für einen Krieg gemacht. Sie wissen, kurze Zeit später fing der Erste Weltkrieg an. Als ich diese Zusammenhänge mal erfuhr, habe ich mir mal gedacht, ich schaue einfach mal, wie diese ganzen Sachen so miteinander verwoben sind. Und dass Amerika über einen großen Teich, die Vereinigten Staaten von, werden ja mal gepriesen als das Land der Meinungsfreiheit, Land of the Free, Sie kennen das vielleicht aus der Nationalhymne. Und da habe ich mir mal geguckt, wie sind eigentlich die größten drei amerikanischen Fernsehsender so gestrickt, die ja nun eine unabhängige Meinung kundtun wollen. Einer davon ist der ABC, American Broadcasting Corporation, gegründet 1943. Und Sie sehen es im eingeblendeten Bild, wer dort alles so im Verwaltungsrat bzw. im Vorstand ist und wozu dieser Fernsehsender gehört. All diese
Direktoren oder Verwaltungsmitglieder, wo ich immer sage, das ist ja im Grunde genommen schon ein Vollzeitjob, wenn ich irgendwo Vorstand bin. Und ich bin dann gleichzeitig, zu meinetwegen wie Ray Adam, noch gleichzeitig Direktor bei JP Morgan, bei der Metropolitan Life und beim Morgan Guarantee Trust oder andere, der auch Direktor von JP Morgan ist, nämlich Frank Carey. Der ist auch gleichzeitig CEO von IBM und auch Direktor des Morgan Guarantee Trust. Sie können das alles runterlesen. Sie sehen auch unten die Quellen, wo Sie noch weitere Details erfahren können. Die bestimmen also, wo es lang geht, und Sie sehen, wo Sie sonst überall noch drin hängen. Wenn ich den nächsten Fernsehsender nehme, nämlich den National Broadcasting Corporation, oder auch NBC genannt, bereits 1926 gegründet, sehen Sie auch wieder Verwaltungsrat, Vorstände, und Sie sehen dahinter schon, wo diese Jungs auch noch weiter beruflich tätig sind. Und wenn man dann noch den dritten großen Sender nimmt, nämlich CBS, der 1927 gegründet wurde, auch dort sehen Sie diverse Mitglieder, die auch, bei der Trilateralen Kommission, beim Council on Foreign Relations oder auch bei den Bilderbergern aktiv sind. Auch zu diesen diversen Gruppierungen werde ich in einer gesonderten Sendung nochmal drauf eingehen. Und inwiefern man dann von Meinungsfreiheit oder unterschiedlichen Meinungen sprechen kann, können Sie sich vielleicht selbst denken, wenn Sie sagen, dass die gleichen Herren, die auch woanders miteinander verwoben sind, sich vielleicht mal beim Golfen oder beim Dinner treffen und sagen, du, worüber wollen wir jetzt berichten, welche Meinung wollen wir da verbreiten und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist bei den amerikanischen Fernsehsendern ganz interessant, guckst du doch einfach mal, wie sieht denn das so weltweit aus? Und ich habe einfach mal geguckt, welches sind so die 8 größten Medienunternehmen der Welt. Und die größte ist Comcast NBC Universal. Die haben ganz viele Sender, bedienen nach eigenen Angaben über 70 Millionen Haushalte in 40 Ländern. Bei denen ist mir noch was aufgefallen, die sind wiederum Inhaber des sogenannten History Channel. Und sie sind Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, sie sind Marktführer für Meinungsbildung über Geschichte im gesamten deutschsprachigen Raum. Könnte eventuell was mit der Besatzung zu tun haben, aber das ist jetzt nur von mir spekuliert. Aber das heißt, Amerikaner erklären uns, wie wir unsere Geschichte zu sehen haben. Mal drüber nachdenken. Die zweitgrößte Gesellschaft ist die Walt Disney Company. Sie können es nachlesen, wo es eingeblendet wird. Ich fand es übrigens interessant, dass bis zu seinem Tode auch Steve Jobs dort im Aufsichtsrat tätig war oder eine Sheryl Sandberg von Facebook. Und wenn man ganz einfach sieht, dass es viele Kooperationen der Walt Disney Company eben halt auch mit diversen Telefongesellschaften gibt, mit Vodafone, mit der spanischen Telefonica, die kennen hier nicht so viele. Hier in Deutschland ist es O2, was zur spanischen Telefonica gehört. Ansonsten ist Telefonica der Marktführer in gesamt Südamerika, also einer der größten, wenn nicht sogar die größte Telefongesellschaft der Welt. Der dritte große Anbieter ist die sogenannte News Corp. Jeder von Ihnen hat schon mal von Rupert Murdoch gehört, der Australier, meine ich. Und er sagt, nach eigenen Angaben mit seinen 175 Zeitungen und Magazinen erreicht er ungefähr 4,7 Milliarden Menschen auf der Welt. Die Sky-Abonnenten, weise ich mal darauf hin, auch ihr Unternehmen gehört zum Konzern von Rupert Murdoch. Das vierte ganz große Unternehmen ist die Viacom oder auch die CBS Corporation. Dort finden wir Sender wie MTV, Viva, Nickelodeon, die Paramount Pictures. Und auch dort gibt es viele vertragliche Vereinbarungen und auch Kooperationen mit Yahoo, Amazon, AOL, Microsoft, Comcast, AT&T, die größte amerikanische Telefongesellschaft. Und die CBS selbst verfügt über rund 130 Radiostationen. Das heißt, damit kann man schon mal ein bisschen Meinung machen. Dann natürlich Time Warner, dazu gehören die Warner Brothers, MGM, CNN, der weltweite Nachrichtensender, HBO, TNT, Cartoon Network oder die ganzen Clipfish-Geschichten, die auf RTL so laufen. Dann gehört dazu Sony Entertainment. Sony ist quasi Marktführer für alles, was auf eine runde silberne Scheibe gepresst, gebrannt, gedruckt wird und hat darüber natürlich ziemlich viel Macht, ja, Meinungen oder Informationen zu verbreiten. Dann, nicht zu vergessen, die Bertelsmann AG. Die Bertelsmann AG besitzt solche Sender oder ist größtenteils daran beteiligt wie RTL, Vox, NTV, Books Online, den Brockhaus besitzen sie, dann Random House, ist der größte Verlag in New York. Und sie haben Joint Ventures mit Google, die wiederum Motorola übernommen haben, und Vodafone, D2.
Also sehen das ganz interessant, so Kommunikation und Informationsmedien, wie da mittlerweile die Überschneidungen sind. Und last but not least, als achte der acht größten Gesellschaften, Vivendi. Und die benannten sich kurz in Vivendi Universal um und gliederten sich in weitere sechs Bereiche. Einer davon ist zum Beispiel die Universal Music Group und die Vivendi Universal Publishing. Das ist übrigens mal die Havas gewesen, die damals Reuters und Agence France-Presse, AFP, aufgekauft hat. Und wenn man das jetzt mal betrachtet, nur diese acht Unternehmen, gemeinsam mit den drei größten Nachrichtenagenturen, diese alleine bestimmen, vorsichtig geschätzt, 90% dessen, was wir als Information, ich sag mal, in der sogenannten westlichen Welt vorgesetzt bekommen. Da kann man jetzt einfach mal drüber nachdenken, wie leicht es noch andere Meinungen oder überhaupt nur andere Informationen haben, überhaupt an ihre Ohren, an ihre Augen oder in ihr Gehirn zu langen. Und dann, weil ich gerade dabei war, habe ich nochmal geguckt, wie der Axel Springer Verlag aussieht, denn den kennt jeder von Ihnen. Und Sie sehen hier, welche Zeitungen dazugehören. Das fängt bei der Bild an und hört bei den Lübecker Nachrichten auf. Dazu kommen noch 11 Magazine in Spanien, 22 Magazine in Ungarn, 14 in der Schweiz und 5 Tageszeitungen in Polen. Ich fand das übrigens nett, wenn immer Deutsche gegen Polen aufgehetzt werden und umgekehrt. Merkel mit Hitlerbärchen dargestellt wird und sie wird immer fürchterlich zerrissen und wir ziehen wieder über die Polen her. Und das beides wird von Zeitungen verursacht, die aus einem und demselben Verlag kommen. Frage ich mich doch. Und selbst wenn Sie sagen, ich lese ja keine Zeitung, sondern ich höre Radio. Und wenn Sie Antenne 1 hören, Radio Antenne Bayern, Radio FFH, Radio Hamburg, Radio NRW oder Radio FFN, gehört alles zum Axel Springer Verlag. Jo, das einfach mal so, um das ein wenig wirken zu lassen. Auf die, oder auch eben halt als Antwort auf die Frage, wieso Sie denn in den normalen Medien über die ganzen Sachen, die ich hier so erzähle, noch nichts oder so gut wie nichts gehört haben. Ich hoffe, ich konnte das etwas beantworten. Ich wünsche noch eine schöne Woche.